Das hier, das ist das Oppo Find X2 Neo. Es ist mittlerweile schon seit ungefähr 10 Monaten auf dem Markt. Und meine Eindrücke und mein Unboxing zu diesem Gerät, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Zuerst einmal der Transparenzhinweis. Oppo hat mir dieses Gerät für einen gewissen Testzeitraum zur Verfügung gestellt. Meine Meinung wird dadurch allerdings absolut nicht beeinflusst und ich darf zu dem Gerät sagen, was ich möchte. Wir gucken uns einfach einmal die Verpackung an, denn wir sehen hier, Oppo Find X2 Neo steht hier, man kann das relativ gut, glaube ich, erkennen. Dann steht hier Demo Phone, weil es halt ein Testgerät ist. Nochmal Oppo Find X2 Neo. Und hier nochmal Demo Phone und die Farbe Starry Blue, was meine absolute Lieblingsfarbe an diesem Gerät ist. Dann haben wir nochmal hier 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flashspeicher. Hier ist dann nochmal Demo Phone und auch hier ist dann nochmal Oppo steht hier und X2 Neo. Was ich hieran ganz cool finde, bei dem Find X2 Neo sieht man das hier vielleicht in der Kamera. Das sind solche Dreiecke, die da drum zu sind. Finde ich ein ganz cooles Detail. Aber ich würde sagen, wir packen es jetzt hier einmal aus. Und dazu schneiden wir hier den Karton durch. Und hier auch. Ich denke mal, es ist kein neues Gerät, es ist ein Testgerät. Aber dann heben wir es nach oben hinweg. Dann haben wir nämlich hier das Handy. Da steht Oppo einmal drauf. Das wird wahrscheinlich der Quick Start Guide sein. Den heben wir einmal nach oben und legen das Handy zur Seite. Das kann man hier schön auffalten und dann sehen wir hier drin tatsächlich eine Hülle, das SIM-Eject-Tool, nochmal Oppo, nochmal Oppo und hier eine schöne Hülle. Dann haben wir hier nochmal die Verpackung und die können wir uns ja auch kurz angucken. Einmal so ein schönes Booklet hier und nochmal in anderen Sprachen. Legen wir erstmal zur Seite. SIM-Eject-Tool brauchen wir gleich noch. Aber der Rest kann ja dann hier wieder zurück in das Ding. So. Und dann haben wir nämlich hier das Oppo Find X2 Neo. Ich hebe das hier schon einmal raus. Der Rest... ich lege erstmal das Handy noch ein bisschen zur Seite. Denn dann haben wir da drunter einmal ein Oppo 30 Watt Netzteil, müsste das sein. Steht Oppo drauf und dann ist hier nochmal diese schöne Farbe, dieses Grüne, was man auch an dem Power-Button hier sieht, beim Oppo-Gerät selbst. Hier haben wir dann ein Ladekabel, das ist ein USB-C zu USB-Kabel und daran sehen wir auch, dass man hier grüne Bereiche hat, genauso wie bei dem Netzteil eben, also die typische Oppo-Farbe. Hier drunter sind dann noch Kopfhörer, das müssten auch USB-C Kopfhörer sein. Ja, genau, das sind USB... Ach, auch die sind hier mit grünen Akzenten gekennzeichnet. Sehr interessant. Und halt mit einem USB-Typ-C-Anschluss. Dann haben wir nämlich hier oben stehen Oppo Find X2 Neo. Darunter steht 5G. Hier sehen wir Ultra Steady Video. Sehr interessant. Hier haben wir einmal 90 Hertz Curved Screen. So sieht man es wahrscheinlich besser. 7,7 mm Slimness, also sehr, sehr dünn. Und 12 GB RAM und 256 GB Large Memory, also 256 GB Speicherkapazität. Ich habe hier einmal mein iPhone XS als Vergleich. Das Gerät bekommt man für einen ungefähr gleichen Preis wie das Oppo Find X2 Neo, wenn man es gebraucht kauft. Das Oppo Find X2 Neo bekommt man bei Amazon für um die 500 Euro oder 450, glaube ich. Und das iPhone XS bekommt man gebraucht, auch so für einen ähnlichen Preis. Aber das Oppo Find X2 Neo hat eine deutlich höhere UVP. Die liegt nämlich, glaube ich, bei 700 Euro. Und jetzt fällt mir das hier schon alles auseinander. Deshalb mache ich das hier einmal raus. Und diese Rückseite, die ist schon wirklich extrem schön. Mattes Glas und ein Verlauf von komplettem Dunkelblau zu einem Silber. Das sieht wirklich fantastisch aus. Und auch auf meinem Testgerät, auch wenn das wahrscheinlich jetzt schon durch die ein oder andere Hand gegangen ist, sehe ich tatsächlich keinen Kratzer. Ich schalte das Ganze dann einmal ein und hier haben wir dann direkt auch schon den Einrichtungsscreen. Und die Displayränder sind erstaunlich dünn, also auch wenn man das hier mal neben das iPhone hält, dann fällt natürlich zum einen hier erstmal der enorme Größenunterschied auf. Aber auch die Displayränder sind nochmal spürbar kleiner bei dem Oppo-Gerät. Und dann haben wir hier oben eine Punch-Hole-Notch. Finde ich sehr, sehr schön, sehr modern. Aber ich würde sagen, ich richte das Ganze dann einmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, dann wird mir hier auch schon direkt angezeigt, willkommen. Denn wir haben hier ColorOS 7 mit Android 10, soweit ich weiß. Und ja, inzwischen ist Android 11 schon verfügbar, aber Android 10 ist jetzt auch nicht so das absolut alte Betriebssystem. Es reicht also absolut aus. Und ich denke mal, dass das Update auf Android 11 auch noch kommen wird. Erste Schritte machen wir hier direkt einmal. Und wir sind drin. Neues Telefon tippen Sie. Nee, brauche ich nicht. Genau, das ist ColorOS 7. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Die Displayhelligkeit scheint sehr hell zu werden, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Nips das sind. Dazu wird auch noch ein Review dann kommen. Ich werde jetzt einfach mal meine SIM-Karte in das Gerät stecken. Man hat keinen Dual-SIM-Slot, sondern nur einen ganz normalen SIM-Slot. Und eben auch keinen erweiterbaren Speicher. Aber bei, ganz ehrlich, bei 256 GB braucht man das eben auch eigentlich nicht. Gesichtsentsperrung wurde jetzt schon erkannt. Mein Fingerabdruck wird auch erkannt. Alles super. Die Tasten wackeln ein bisschen, aber na, das ist auch zu verkraften. Wir gucken uns einfach mal die Kamera an. Ich kann euch hier einmal fotografieren. Ja, zustimmen. Zulassen. Ja, sieht sehr schön aus. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Unboxing. Mir gefällt das Oppo Find X2 Neo auf jeden Fall richtig, richtig gut. Vielen Dank nochmal an Oppo für die freundliche Bereitstellung des Geräts. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder.